Ja, vielen Dank, Herr Nürnberger. Wir haben jetzt zwei Herren schon eine Menge zusammengefasst und das klingt alles ein wenig schrecklich. Es ist vielleicht ja gar nicht so furchtbar, wie das alles klingt. Und was ich gerne versuchen möchte, jetzt in der nächsten, ja, fast anderthalb Stunden, nicht ganz, ist nochmal sehr selbstkritisch drauf zu gucken, was haben wir Journalisten falsch gemacht, was ist falsch gelaufen, was läuft falsch, um zu schauen, wo da die Lösungen sind. Weil das nützt ja nichts, dass wir die ganze Zeit lamentieren und da nicht weiterkommen, sondern man muss ja irgendwie schauen, wie es anders gehen könnte. Bevor wir dahin kommen, möchte ich Sie, Herr Nürnberger, fragen, Sie haben Bücher geschrieben, Sie wussten eben nicht genau, ob das 12 oder 13 sind, was ich schon auch recht beeindruckend finde, überwiegend zu christlichen Themen. Sie haben auch mit Ihrer Frau Petra Gerster zusammen einen Bestseller über Erziehung geschrieben und ein Buch, das heißt Frauen, warum wir sie trotzdem lieben. Und ich frage jetzt nicht, worauf sich das trotzdem bezieht, sondern jetzt ein Buch über Medien, warum? Ja. Frau Mikic antwortet, weil er sie trotzdem liebt. Ist das Mikrofon ist an? Mikro an? Ja, an. Ich drücke mich ja tot an dem Mikro, weil ich schon an. Es ist gut auf den Punkt gebracht. Wir hatten diese intensive Lügenpresse-Diskussion, die mir irgendwann auf die Nerven ging. Und natürlich auch meiner Frau, die ja täglich damit konfrontiert wurde, mit bösen Mails und Anrufen. Und ich habe gleichzeitig gesehen, die Journalisten sind sich keiner Schuld bewusst. Die haben sich gefragt, was machen wir falsch? Und da würde ich fast dazu neigen, so ähnlich zu antworten, wie Angela Merkel neulich argumentiert hat nach der Wahl. Ich kann gar nicht sehen, was ich jetzt anders machen sollte. Die Journalisten haben an dieser Glaubwürdigkeitskrise, glaube ich, den geringsten Anteil. Es hat, wie ich vorhin sagte, wirklich mehr mit diesen Echoräumen zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass es natürlich jetzt in den letzten Jahren immer mehr Qualitätsmängel gibt. Das ist aber eine Folge der personellen Ausdünnung der Redaktionen. Weil den Verlagen das Geld ausgeht, wird Personal gespart und weil Personal gespart wird, schwindet die Qualität. Und da passieren viele Fehler. Aber insgesamt ich der Meinung, dass die Journalisten, gerade die, die sich jetzt mit großem Engagement selbst ausbeuten und neue Wege gehen, mit Leidenschaft bei der Sache sind und versuchen, so gut es geht, weiterhin aufzuklären und zu informieren. Also ist das Buch so ein bisschen der Versuch, den Journalismus als auch die Journalisten zu rehabilitieren? Einmal aber auch den Verunsicherten, es gibt ja viele Verunsicherte, denen zu erklären, wie Medien eigentlich funktionieren. Also das ist, glaube ich, jetzt etwas, was Journalisten verstärkt machen müssen, was auch geschieht, dass Medien ihren Medienkonsumenten erklären, wie Medien funktionieren und sie auf ganz einfache Fragen auch Antworten geben. Zum Beispiel hört man immer, ihr seid immer so negativ. Und dann müssen Journalisten erklären, warum sie das sein müssen in einer Demokratie. Und gibt dieses schöne Beispiel, wenn Sie am Bahnhof oder am Flughafen vor zwei Zeitungsständern stehen und auf dem einen ist die Schlagzeile schon wieder 99.000 Flugzeuge sicher gelandet und auf dem anderen steht Flugzeug abgestürzt, 300 Tote, welche Zeitung kaufen Sie? Daran sehen Sie, dass sich erstens Positivmeldungen nicht verkaufen, zweitens nicht nötig sind in der Demokratie und drittens es gar nicht praktikabel wäre, jeden Tag zu berichten, was alles gut läuft. Sie haben ja aber eben selbst die Echokammern angesprochen in Ihrem Vortrag, als jetzt auch nochmal, und Sie sagen ja dann in Ihrem Buch auch den schönen Satz, das Überleben der Demokratie hängt vom Überleben des Journalismus ab. Sind Sie denn so optimistisch anzunehmen, dass Ihr Buch von denen gelesen wird, die es eigentlich lesen sollten, um Ihre Zweifel auszuräumen? Ja, da bin ich optimistisch, weil meine Frau eben sehr bekannt ist. Und die hält es in der Heute-Sendung in die Kamera, oder wie? Nein, wir gehen auf Lesereise, so wie wir jetzt auch mit Luther unterwegs waren. Und da kommt ganz normales Volk zu uns. Wir fahren in die hintersten Ecken der Provinz und haben da oft volle Säle. Und ganz kommen ganz normale Bürger, die ihre Fragen stellen. Und da sind viele Verunsicherte dabei. Und das ist dann für die wahrscheinlich besonders interessant, weil die Petra Gerster aus dem Fernsehen kennen und die ist jetzt in ihrem kleinen Ort und dann haben sie die Möglichkeit, diese Frau aus dem Fernsehen anzuschauen und darüber wird dann das vermittelt. Das ist eine total kluge Verpackung. Also vielleicht kann man sich das auch schon mal merken, dass man irgendwie sollten seine Message einfach sehr gut verpacken muss. Ja. Klaus Kleber macht es auch. Der wird übel beschimpft, aber er macht es auch.
Ja, vielleicht hat er andere Inhalte. Okay, wie gesagt, es geht jetzt, was ganz schön ist, was mir gut gefallen hat, ist das Motto zwischen Morgen und Grauen. Das hat einfach eine Fallhöhe, das ist gut und böse, das ist schwarz und weiß. Und ich möchte jetzt von Stefan Niggemeier wissen, auch in Anbetracht, was Herr Nürnberger eben gesagt hat, bei welcher Schattierung von Grau, also wenn wir denken, weiß ist das Gute und schwarz ist das, bei welcher Schattierung von Grau sind wir jetzt? Ich bin also als Medienkritiker nicht überraschend nicht der sehr optimistische, positive Mensch. Also tatsächlich wird man, glaube ich, Medienkritiker auch vor allem, wenn man so einen Hang hat, ohnehin Dinge zu sehen und zu nörgeln. Von daher bin ich vielleicht auch schon berufsbedingt eher auf der dunkleren Seite. Also was jetzt meine Zukunftsprognose angeht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich Herrn Nürnberger eigentlich widersprechen möchte in seiner Art, wie er die Medien und die Journalisten in Schutz nimmt. Ich glaube schon, dass Journalisten und Medien zu einem großen Teil selbst schuld dran sind an der Misere, an den Beschimpfungen. Und auch selbst, wenn diese Beschimpfungen oft ungerecht sind, dass es trotzdem ein Auslöser ist, wie Journalisten berichtet haben und wie Journalisten auch früher, teilweise heute noch, aber vielmehr früher, glaube ich, ihr Publikum ignoriert haben und ignorieren konnten. Ich würde Ihnen gerne auch widersprechen, also zumindest so in Ihrem, ich kenne jetzt Ihr Buch nicht, aber in der Art, wie Sie es im Vortrag gesagt haben, da kommt das Publikum eigentlich nur vor als, Mitglied von solchen Echokammern, die eigentlich nicht wirklich einen Austausch wollen, die nur untereinander bleiben und die sich dort auch radikalisieren. Das findet alles statt, aber das ist, glaube ich, auch nur ein Effekt davon, dass einfach alle plötzlich mitreden können. Jeder ist Publizist, jeder kann sich aus ganz vielen Quellen informieren und ich glaube, dass die Wirkung davon aber nicht nur ist diese Vereinzelung, diese Echokammern, sondern das ist, es ist ein ganz vielfältiger Effekt, dass Leute plötzlich miteinander reden können, Leute können auch miteinander streiten und ich glaube, Leute haben die Möglichkeit, sich aus so viel mehr Quellen zu informieren als früher. Und ein Teil dieser Quellen ist furchtbar. Das ist Propaganda, sind gezielte Lügen, das ist auch einfach Unwissenheit. Man kann im Internet wahnsinnig leicht dumm werden. Aber ich glaube, das Gegenteil stimmt auch. Ich glaube, dass Leute auch entdeckt haben, es gibt da ganz viele Quellen, die sie besser informieren als das, was ihre traditionellen Medien ihnen liefern. Und dass auch ein Zweifel an dem, was Journalisten produzieren, daher kam, dass man es plötzlich überprüfen konnte und zu Recht auch sagen könnte, Moment mal, das stimmt gar nicht, was ihr sagt, oder das ist viel komplexer, als ihr es darstellt. Also mir war das ein bisschen zu schwarz-weiß, mir kam da das Publikum zu schlecht weg und die Journalisten zu gut. Ich würde ganz gern, also ja, klatschen Sie, wenn Ihnen das gefallen hat. Da war jetzt eine Menge dessen drin, worüber ich auch gerne mit Ihnen sprechen möchte. Und es ist natürlich auch Ihr Recht, Herr Nürnberger, da jetzt was drauf zu sagen. Aber wenn das okay ist, können wir das vielleicht so zurückstellen. Denn ich würde ganz gerne auch von den anderen noch ganz kurz so eine Einschätzung kriegen. Wo stehen wir? Also zwischen Schwarz und Weiß, wo ordnen Sie das ein? Und dann gehen wir in die Tiefe. Frau Löwisch, mögen Sie was sagen? Was meinen Sie, wo stehen wir? Also ich bin Kulturoptimistin. Okay. Ich arbeite jeden Tag mit unglaublich talentierten, ehrgeizigen, auch von der Haltung her an Demokratie interessierten jungen Leuten zusammen. Und deswegen sehe ich schon die Herausforderung, also die Situation ist schwierig. Ich meine, ich habe die letzten 8 Jahre meines Lebens in den USA verbracht. Das heißt, ich kenne sozusagen das noch schlimmere Beispiel. Im Vergleich dazu ist hier eigentlich alles noch ganz im Was Rahmen. Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, die Situation ist schwierig, aber es geht noch schlimmer? Was heißt das? Naja, dass die Verbreitung von Fehlinformationen und die Zahl der Leute, die konsumieren, ist größer, würde ich sagen, als hier. Der Verlust des Einflusses der traditionellen Medien ist geringer, also vor allem auf dem platten Land, also zum Beispiel. Ja. Aber ich glaube, dass es, also ich würde eher, wäre eher optimistisch und würde sagen, das ist jetzt eine riesen Herausforderung, aber da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass die Leute, die jetzt in den Beruf kommen, dass die meistern können. Das ist aber schön. Also sind wir bei ganz hellgrau oder Elfenbeinfarben? Wo haben wir es? Ach,
Elfenbeinfarben klingt doch super. Sehr schön, das freut mich. Okay, Herr Haller, was sagen Sie? Ja, also ich möchte mal zunächst, damit keine Fehleinschätzungen, was mein doch eher kritische Einwände betrifft, zu Herrn Nürnbergers These, dass da keine Fehleinschätzung kommt. Sagen Sie doch erstmal die Farbe. Ja, finde ich, dass wir zunächst in Deutschland ein im Vergleich mit dem Ausland ein hohes Niveau haben, was den Journalismus betrifft. Wir haben auch heutzutage exzellente Leistungen, Einzelleistungen, wir haben hervorragende Reportagen. Sie haben schon darauf hingewiesen, auf die Rechercheleistungen etwa im Bereich von Data-Journalismus. Aber diese Einzelleistungen, das ist, wenn wir es ins Bild bringen wollen, vergleichbar wie hervorragende Solisten eines Orchesters, die wunderbare Melodien spielen, ihre Instrumente hervorragend beherrschen können, aber gleichzeitig das Orchester, in dem sie spielen, macht, wenn sie so wollen, eine Kakophonie. Sie haben verschiedene Noten, sie kommen aus dem Rhythmus, es passt nicht mehr zusammen, es sind schrille Töne und es ist nicht mehr das, was das Publikum, und so würde ich das auch sehen, wie es vorhin Herr Niggemeier gesagt hat, es ist nicht mehr so das, was das Publikum eigentlich braucht und hören will. Und von lauter Begeisterung für die Einzelleistungen von einzelnen Journalisten überhören sie das kakophonische Störgeräusch, das das Orchester insgesamt produziert. Und wenn man es auf den Punkt bringen will, worin die Störung besteht, ist tatsächlich der immer breiter werdende Graben zwischen dem, was der Informationsjournalismus tagtäglich produziert und dem, was weite Teile der Publika nachfragen, was sie interessiert, was sie wissen wollen über den aktuellen Zustand der Gesellschaft. Das, was eigentlich Journalismus, jedenfalls der Informationsjournalismus, leisten soll, nämlich die Menschen über das aktuelle Geschehen in der Gesellschaft in der ganzen Breite ins Bild zu setzen, also verschiedene Positionen zu zeigen, verschiedene Auffassungen zu zeigen, diesen gesellschaftlichen Diskurs leistet aufs Ganze gesehen, jenseits der tollen Einzelleistung, leistet der Journalismus heute nicht mehr so, wie er es auch schon mal getan hat. Und das ist ein Ausdruck von Krise. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie ein Mosaik verschiedener dunkler Grautöne. Dann würde ich jetzt nochmal zu Frau Mikisch und dann Herr Nürnberger, können Sie was dazu sagen? Okay, es wird Sie vielleicht nicht wundern, dass ich es anders sehe. Ich sehe einen Flickenteppich von verschiedenen Tönen, das ist richtig. Ich sehe natürlich auch Tiefschwarzes, ich sehe sehr viel Weißes und ich sehe aber vor allen Dingen so einen Kammerton und der heißt, wir haben verstanden. Wir haben verstanden, dass in 2014 mag es gewesen sein mit der Darstellung, der Abbildung der hereinkommenden Flüchtlingsströme, das ist das eine, Köln, Silvesternacht. Wir haben auch verstanden, dass die Ukraine-Berichterstattung biased war, streckenweise. Es gilt natürlich nicht nur für die Öffentlich-Rechtlichen, sondern für alle sogenannten Qualitätsmedien, wobei ich das Wort nicht so wahnsinnig gerne mag. Aber dass wir haben verstanden, zielt auf einen Punkt, den hier eigentlich alle sagen, nämlich es gibt ein Auseinanderfallen, es gab ein Auseinanderfallen. Das kann ein Auseinanderfallen sein zwischen Jung und Alt oder zwischen Online-User und eher analogen Verbrauchern, das ist richtig. Es gibt eine Elitenkritik, unter der auch der Journalismus oder die Journalismen subsumiert werden. Darüber haben wir uns auch bestimmt hier in der Runde zu befassen. Sind wir oder ist der Journalismus eine Institution und trifft ihn ähnliche Erwartungen, die man auch an Parteien, Gewerkschaft, Kirche und so weiter, ihr seid verknöchert, ihr müsst euch erneuern, passt das auch dann auf den Journalismus? Ich würde sagen ja, oder auf die Journalismen, aber alles in allem finde ich, es ist eine fantastische Zeit für Journalismus, vielleicht weil ich geschützt bin natürlich als Öffentlich-Rechtliche durch eine gute materielle Grundlage zunächst mal. Aber wir haben verstanden, wir sind rechenschaftspflichtig, wir müssen raus aus unseren elitären Bubbles, aus unseren Blasen. Das passiert im Moment, es wird unendlich ernsthaft darüber in den Anstalten, in den Sendern, ich kann es für meinen Sendern erzählen, wenn Sie wollen,
darüber gesprochen, für wen arbeiten wir, warum machen wir das, erreichen wir alle. Ich würde das gleich gerne als Extrapunkt machen. Also nochmal Ihr Bild. Genau, sind die weißen Flecken, die Sie... Also die weißen Flecken, Gott, also es wird schon gesagt, Paradise Papers, die verschiedenen Enthüllungen, das ist das eine. Aber ein weißer Fleck, der mich besonders, stolz gemacht hat, das war so eine ganz kleine Geschichte. Das war, glaube ich, eine Woche her, 10 Tage, die nachhaltige Berichterstattung über den Fall Uri Jalloh. Mhm. Das mag jetzt nicht alle Leute wahnsinnig erregen, mich hat es erregt. Das ist nämlich 2006 war es, glaube ich, da ist ein schwarzer Asylbewerber, Drogenhändler, unsympathisch, not nice, ja? Der ist in Dessau aufgefallen, in eine Polizeizelle verbracht worden, gefesselt worden an der Pritsche und ist dann in einem Flammenmeer grausam umgekommen. So, obwohl es da eine Wache gab und obwohl die Wache wahrgenommen hat, dass es Geräusche gab und so weiter. Ein endloser Prozess und wir, in dem Fall der WDR, waren dicht dran, diesen Prozess, aber auch die Diskussion, die Fragen und so weiter, immer wieder aufzugreifen. Hat uns keiner für bezahlt. Hat auch nicht Quote gebracht in dem Sinn. Wir haben Dokus gemacht, wir haben beim Monitor dafür gearbeitet. Letzte Woche ploppte da wieder so ein Bausteinchen von diesem Justizskandal mit großem J, ploppte auf und die Tagesschau, obwohl es anderes, in Anführungsstriche relevanteres vielleicht gab, hat es gebracht. Und das sind so Augenblicke, da sage ich ganz weiße Fläche, da bin ich sehr stolz auf unseren Job, da bin ich stolz auf den Journalismus und sage, es gibt die Qualität, die bewahrt wird. Und das sind nicht nur die großen Enthüllungen, Paradise oder SwissLeaks, LuxLeaks und so weiter. Das sind genau diese Sachen, die fortlaufend beobachtet werden. Und wer, wenn nicht wir, die kritischen Journalisten? Okay, vielen Dank. Herr Nürnberger, möchten Sie direkt was darauf sagen? Weil es gab zwei Leute, die explizit gesagt haben, das sehe ich ganz anders als Herr Nürnberger. Ja. Was Herr Niggemeier sagt, das würde ich so auch sagen. Wir sind gar nicht so weit auseinander. Ich lese auch seine Übermedien mit großem Vergnügen und lese, was da an handwerklichen Fehlern täglich passiert. Aber alles, was Sie in den Übermedien kritisieren an den Medien, taugt nicht dazu, um eine Glaubwürdigkeitskrise der Medien heraufzubeschwören, denke ich. Sondern es ist eine Krise, die aus der Not kommt, bei vielen Zeitungen, weil das Geld fehlt und die Redaktionen ausgedünnt sind. Und es sind die üblichen menschlichen und handwerklichen Fehler, die halt passieren, meistens. Also so ein Skandal wie die Hitler-Tagebücher hat es tatsächlich nicht gegeben. Aber ich verweise auch, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie zwar richtig informiert werden, aber nicht besonders gut. Und das Unbehagen haben Sie ausgedrückt. Und dieses Unbehagen teile ich oft auch, vor allem wenn es um Auslandsberichterstattung geht. Gerade im Fernsehen, da denke ich immer, mein Gott, ein einziger Korrespondent, der in Paris sitzt, muss auch noch Portugal und Spanien abdecken und ein anderer muss den ganzen Nahen Osten abdecken. Wie soll der dieses Gebiet je durchdringen, gedanklich und kennenlernen? Also da werde ich stark dafür plädieren, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel mehr Geld in die Redaktion, in die Recherche, in Information und Dokumentation gesteckt wird von diesen vielen Milliarden und dass vielleicht die Musikdampferaktivitäten etwas heruntergefahren werden. Wollten Sie noch was zu Herrn Haller sagen, sonst wird Herr Haller jetzt gern dazu. Habe ich mir schon halb recht. Ja. Okay. Also ich glaube, Herr Nürnberg, mir kommt das ein bisschen vor wie das Pfeifen im dunklen Wald. Denn wenn Sie, die Glaubwürdigkeit ist da und also den Status quo des Journalismus in dem Sinne als unproblematisch und nicht von Publika in Frage gestellt darstellen. Wenn man nun tatsächlich auf die Daten schaut, also wenn Sie die demoskopischen Erhebungen über die Einstellung der Bevölkerung anschauen, wenn Sie den Auflagen- und Reichweite-Rückgang des etablierten Journalismus nicht erst seit 2 Jahren, sondern in den letzten 15 Jahren anschauen, so gibt es eine ganze Reihe von Indikatoren oder eben von sozusagen eine Fieberkurve, aus der man nur schließen kann, dass sich erhebliche Teile der Gesellschaft und je jünger, desto größer sind diese Anteile, sich von dem Journalismus, den Sie gerade gefeiert haben, verabschiedet haben. Und man kann ja nicht sagen, wie
blöde für das Volk, wir suchen uns ein neues Volk. Wir haben nun mal die Gesellschaft, wie sie ist, und es ist Aufgabe des Journalismus, innerhalb dieser Gesellschaft dafür zu sorgen, dass ein integratives Gespräch in der Gesellschaft erhalten bleibt. Sonst verstärken sich mehr und mehr diese Ausgrenzungsprozesse und wir haben immer stärkere Ränder, die dann eben sich aus ihrer Ausgrenzung heraus dann dementsprechend aggressiv und sozusagen zerstörerisch wirken. Aber es ist primär die Aufgabe des Journalismus, für integrative Prozesse und nicht für desintegrative Prozesse zu sorgen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Alarmzeichen. Wenn 30-40% der Erwachsenenbevölkerung sagt, dass die Medien, das was in den Medien steht, unglaubwürdig ist, dann hilft es nicht zu sagen, das sind dumme Leute, sondern das muss man als ein Krisensymptom, sozusagen als eine Fieberkurve in dieser Gesellschaft ernst nehmen und sich fragen, woran liegt das, dass der Journalismus in so weiten Teilen der Gesellschaft an Glaubwürdigkeit verloren hat. Haben Sie das denn in Ihrer Forschung herausgefunden, woran es, haben Sie das untersucht? Naja gut, unsere Forschung ist eine Inhaltsanalyse, also das Angebot der Medien gegenüber der Gesellschaft, da kann man selber nicht die kausalen Fragen stellen. Also Sie wissen, das ist für Sie auch eine Frage. Aber man kann natürlich eine ganze Reihe von anderen Studien, die das gemacht haben, kann man heranziehen, um nach Erklärungen zu suchen, mit denen man das einigermaßen sozusagen plausibel machen kann. Und da gibt es schon, aus einer Reihe von Studien gibt es da schon eine ganze Reihe von glaubwürdigen Erklärungen dafür. Und eine dieser Erklärungen beginnt damit, dass sich tatsächlich im Laufe der 90er Jahre mehr und mehr sich der Journalismus der meinungsführenden Presse sich mehr und mehr eingespielt hat und eingestimmt hat auf den rein politischen Diskurs, wie er im politischen System, in Berlin stattfindet. Und auch Themen, die die Alltagswelt der Menschen direkt betreffen, quasi immer abstrahiert hat auf die Politikebene, sodass die Menschen immer das Gefühl zu haben scheinen, dass die Themen, die sie unmittelbar betreffen, eigentlich auf einer Ebene verhandelt werden vom Journalismus, der mit ihnen selber so viel nicht mehr zu tun hat. Also viele Journalisten und viele Medien finden es eben interessanter, quasi auf Augenhöhe mit dem politischen System zu interagieren, also auch zu wissen, was die Bundeskanzlerin nicht nur sagt, sondern was sie möglicherweise auch denkt. Es ist auffällig, dass der deutsche Journalismus, anders als der angelsächsische jetzt, sehr gerne, wie die Literaturwissenschaftler sagen würden, auktorial schreibt. Also so tut, als könne er in die Köpfe der Politiker schauen. Sie hat gedacht, sie hat empfunden, sie hat gehofft und so weiter. Das sind Deformationen im Journalismus, die man so interpretieren kann, dass es das Anliegen der Journalisten ist, nicht nur nahe, sondern sozusagen mit dem politischen System identifiziert sein zu wollen, statt darüber zu schreiben, was aus der Perspektive der Publika, die eigentlich naheliegende, wichtigen Fragen sind. Das wäre so ein Beispiel. Ja, es gibt ja sowieso den Vorwurf der zu großen Nähe zwischen Journalisten und Politikern. Das geht ja auch in die Richtung dessen, was Sie sagen. Ist es denn so, also ist das Motiv, oder was man kann ja auch herauslesen, dass es geht um Nähe, es geht darum, dabei zu sein, vielleicht auch mitspielen zu wollen. Frau Mikisch und Frau Löwisch, ist das ein sehr männliches Thema? Jein, also früher war das schon so, ich musste auch dann grinsen. Sie müssen aber wissen, ich bin keine Hauptstadtjournalistin, ich sitze in Köln. Das ist ein wirklich großer Unterschied, weil man nicht in diesen Kreisen ist. Und das sage ich ohne jede Wertung. Ja, der Apparat in Berlin läuft anders als, sagen wir mal, eine Chefredaktion in Köln oder Stuttgart oder Frankfurt oder sonst was. Ja. Also früher war es sicherlich so, weil früher auch der Journalismus sehr stark von, wieder das Klischee, in dem Fall stimmt es, von älteren Männern bestimmt war und Frauen machten dann Reportagen und Porträts und so weiter, hat sich geändert, das ist völlig klar. Wir haben sehr viel mehr Frauen an verantwortungsvoller Stelle und Frauen sind dann nicht besser und nicht schlechter. Es gibt einige, die machen sich wichtig und andere machen sich nicht so wichtig. Also das Geschlechterding sehe ich tatsächlich als einigermaßen überwunden an, allein durch den zahlenmäßigen Zustrom, den es jetzt dank der Bemühungen der Frauen, da ist ja nichts freiwillig gekommen von den
Managern und Chefs und so weiter. Dank der Bemühungen der Frauen sind mehr Frauen drin und sie haben das demokratische Recht genauso albern, aufgepumpt, pompös oder eben redlich, gut, anständig ihren Job zu machen. Ich bin so ein bisschen erschrocken, weil sie wirklich nach wie vor beharrlich sagen, der Journalismus und das Publikum. Und ich erlebe es sehr, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ja, auch im Informationsjournalismus erlebe ich weniger die Krise, sondern dieses Suchen wollen nach Lösungen. Und erleben Sie innerhalb Ihrer Anstalt, also ja, innerhalb der. Ja, ich fordere auch meine Leute auf zu sagen, hört mit dieser Peitsch-mich-Haltung auf. Ja? Ja, es sind Fehler gemacht worden, die sind erkannt, die werden diskutiert, die werden sogar in Workshops diskutiert. Wie gehen wir mit der AfD um? Wie sind wir mit der Flüchtlingsgeschichte umgegangen? Welches Wording hatten wir damals? Waren wir zu heilig unterwegs? Haben wir die Anliegen der Menschen, die plötzlich ein Flüchtlingsheim nebenan hatten und eben nicht in Köln-Klettenberg wohnten, sondern draußen vielleicht auf dem Land, haben wir das wahrgenommen und so weiter? Nochmal, ich plädiere dafür, nach innen und nach außen mit diesem Krisengestammel und Peitsch-mich-Haltung aufzuhören und nach vorne zu schauen, sich zu professionalisieren, rauszugehen und zu fragen, erstens, was wollt ihr von uns? Das ist völlig richtig. Und es ist nicht nur der Dialog auf Augenhöhe mit Frau Merkel, hallo, sie begrüßt mich und so weiter, so nicht, sondern das ist Dialog auf Augenhöhe mit den Zuschauern und Zuhörern, die für uns bezahlen, das ist das eine. Das andere ist aber auch einen bestimmten Stolz darauf zu haben, dass dieser Beruf ein Beruf ist und nicht irgendwie etwas, was jeder mal schnell aufschnappen kann. Es wundert mich auch, wenn das ja alles so krisenhaft wäre, warum wollen die Leute in die Journalistenschulen? Warum wollen sie ein Volontariat, wo sie genau wissen, die Chance anschließend die fettdotierte Festanstellung zu kriegen, die ist sehr gering. Und als BWLer oder was wären sie sehr viel besser dran oder als Jurist oder was es sonst für schöne Berufe gibt. Nein, sie wollen Journalisten werden. Warum wohl? Weil das ein attraktiver, relevanter Beruf ist. Und der bleibt es auch. Und ich möchte eben die unseren ermutigen zu sagen, seid selbstbewusst und gleichzeitig macht euch bescheiden. Also beides. Das ist eigentlich so eine Geschichte, die zeitgleich stattfinden muss. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf. Ja, wir gucken alle auf das Jahr 2014 und 2015 als Sündenfalljahre des Journalismus. Für mich hat die Kritik oder hätte die Kritik viel mehr Aufwind bekommen müssen 2008 mit der großen Finanzkrise, als ein für alle Mal völlig klar war, wer hat das Primat in einer Gesellschaft? Die Wirtschaft bzw. die Finanzwirtschaft oder eben die Politik? Und da haben sehr viele Journalisten sehr viele blank gezogen, auch im eigenen System, haben das, wenn Sie so wollen, das Neoliberale, es ist nun mal so, wie es ist, vollkommen geschluckt, weitergegeben und auf einmal mussten sie blank ziehen, weil die Welt da in 1000 Splitter ging. Und der zweite, auch 2008, auch hochinteressant, und dann höre ich auf, ist der Wahlkampf von Barack Obama. Das war auch der Durchbruch, dass sehr viele Leute hierzulande verstanden, Social Media, Twitter, Facebook, der Umgang damit, Smartphone und so weiter, das ist der neue heiße Scheiß, mit dem wir uns ernsthaft zu befassen haben. Das ist kein Spielzeug. Und das ist da und es wird da bleiben. Und auch da haben sehr viele Journalisten, sehr viele auch in verantwortungsvoller Position, die Zeichen der Zeit sehr spät erkannt. Nur nochmal 2017, sie sind erkannt. Nochmal zurück zu der Finanzkrise und 2008, weil das geht nochmal zu dem, wo wir eben waren, zu dieser großen Nähe. Ist es nicht eventuell auch ein Ergebnis dessen, dass zu viel Nähe da war? Ich erinnere auch, also vor 2008 ging es auch den Journalisten gut. Ich hatte damals frei für die Financial Times Deutschland gearbeitet. Die hatten alle spekuliert, die hatten alle irgendwie Aktien gekauft und auf einmal ging es in die Grütze. Also die Leute werden ja Teil des Systems. Und ich habe das Gefühl, dass es bei unserem Beruf tatsächlich, ich glaube, dass Eitelkeit ein ganz starker Motor ist. Und das macht sich dann bemerkbar, dieses wunderbare Beispiel von Herrn Prantl, der ein
Herrn Voskuhle porträtiert hat und die Geschichte so aufschrieb, als sei, hätte er bei ihm in der Küche gestanden, wäre dabei gewesen, als Herr Voskuhle Salatsoße rührte. Das stimmte nicht, er war nicht da. So, was ist, wenn ich das so aufschreibe? Ja, es sieht so aus, als wäre ich dabei, ich bin ganz nah an der Macht. Also das ist ein Motiv der Eitelkeit und ich frage mich, ob Eitelkeit nicht ein ganz entscheidendes Problem ist. Also, denn so, wenn Sie sagen, wir müssen weg, wir müssen näher zu den Leuten ran, wir sind nicht bei denen, dann wahrscheinlich sind wir doch auch ganz froh, dass wir da nicht sind. Also wo sind denn die Journalisten, oder andersrum, Frau Löwitsch, bilden wir noch die Richtigen aus? Bilden wir die aus oder bilden Sie diejenigen aus, die tatsächlich in die Sozialsiedlung gehen wollen, um mit den Leuten zu reden, oder bilden Sie die Leute aus, die eigentlich ganz gerne damit am Tisch sitzen würden, wenn in Berlin gesprochen wird? Also es gibt sicher auch immer junge Leute, die in den Journalismus wollen, weil sie gerne mit am Tisch sitzen wollen. Aber ich glaube, das ist eher eine Minderheit. Also ich beobachte aber auch schon seit längerem, und das ist, macht mich vielleicht eher sogar so ein bisschen betroffen, dass das Interesse bei der neuen Generation an den politischen Institutionen nicht mehr so groß ist. Also Bundestag, gehen und ja, also das oder Kommunalpolitik, ja. Also insofern sehe ich da eigentlich eher sogar ein gewisses Problem, dass die Affinität da nicht so groß ist, wie sie vielleicht jetzt eher in unserer Generation ist. Wenn die Journalistenschülerinnen und Journalistenschüler sich Themen ausdenken, Geschichten recherchieren, sind die Protagonisten eigentlich fast immer ganz normale Menschen, also keine Politiker und Politikerinnen. Ja, die kommt man ja auch besser ran. Außerdem mit Sozialgeschichten gewinnt man die Preise. Ja, ich bin mir da aber nicht so sicher, weil es gibt schon immer viele Leute aus dem politischen Raum, die auch gerne durchaus mal sich als Übungsmaterial anbieten. Gibt's da Listen? Also ich glaube, dass das nicht der Grund ist. Aber ich wollte zur Eitelkeit nur noch was sagen. Also ich komme ja aus dem Agenturjournalismus. Also das ist vielleicht auch eine eingeschränkte Wahrnehmung, die so ein bisschen kommt aus der Welt der Autorinnen und Autoren. Agenturjournalisten, wie Sie alle wissen, sind eher teamorientiert, ihre Byline kommt nie irgendwo vor. Abgesehen davon haben wir bei AFP früher schon, ich erinnere mich, lange Diskussionen geführt, 2006, 2007, dass kein einziger AFP-Mitarbeiter natürlich mitspekulieren darf und sich Aktien kaufen kann und ob das dann eigentlich gerecht ist. Also ich will da nur jetzt gerne mal so ein bisschen mehr differenzieren. Aber Sie wollten, Ihre Ursprungsfrage war ja, haben wir die richtigen Leute, die in den Journalismus wollen, bilden die eigentlich die Gesellschaft ab? Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder zum Beispiel, wenn Sie jetzt Auswahlverfahren für Ihre Schüler, wie gehen Sie sicher, dass Sie die raussuchen, die Journalist werden wollen und nicht die, die was mit Medien machen wollen? Also da gibt es schon, das ist eine gute Frage. Es ist aber so, dass unser Aufnahmeverfahren hat ja mehrere Hürden. Das heißt, man kann sich da anmelden, auch wenn man nur was mit Medien machen will. Aber dann muss man ja eine Reportage einschicken und zwar zu einem gewissen Stichtag. Und da trennt sich schon sehr, sehr, sehr die Spreu vom Weizen, also auch in der Zahl der Bewerber. Ja? Weil das ist irgendwie nämlich ein ziemlich vieler Aufwand. Ja? Man muss den eigenen Schweinehund überwinden, man muss da rausgehen, mit fremden Leuten reden, über ein Thema, da muss man das auch noch aufschreiben, da muss man das auch noch möglichst spannend erzählen, dann muss die Rechtschreibung stimmen und so weiter. Großer Aufwand, zu großer Aufwand für Leute, die nur irgendwas mit Medien machen wollen. Also ich glaube, der Trend ist sogar eher, dass sich die auf der einen Seite, und das ist jetzt alles so ein bisschen nicht richtig gestützt von richtig guten, soliden Datensammlungen, ja, aber mein Eindruck ist und auch der anderer Leute in der Journalistenausbildung, dass die Zahl der Leute, die sich, also die was mit Medien machen wollen, die finden inzwischen auch andere Wege, was mit Medien zu machen als Journalismus, und die Journalismus machen wollen, die wollen es wirklich machen, ganz, ganz ernsthaft machen. Es ist eine kleinere Gruppe, aber eine sehr, sehr motivierte Gruppe, was mich dann wieder zur Optimistin macht.
Gut, ich möchte noch mal ganz kurz ein kleines Zitat reinwerfen, und zwar Tanit Koch, die Chefredakteurin der Bild-Zeitung, hat es bedauert, also es befänden sich unter Uni-Absolventen zunehmend Kommunikationswissenschaftler und zu wenig Bewerber mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund oder vielleicht sogar einer Ausbildung zum Bankkaufmann, deren Know-how in Redaktionen gebraucht werde. Möchte jemand was dazu sagen? Ich wollte nur kurz sagen, dass bei uns gerade ein Schüler angefangen hat, der Vertriebskaufmann bei einem großen DAX-Konzern war und jetzt Journalist wird. Der wird mit Sicherheit gute Chancen auf dem Markt haben, Stefan Niggemeier. Also ich ahne, worauf du mit der Frage abzielst. Ich sehe da auch ein Problem drin. Ich kann mich nur persönlich schlecht darüber erheben, weil das im Grunde meine Aufgabe auch ist, weil wir jetzt, Boris Rosenkranz und ich, vor 2 Jahren beschlossen haben, wir glauben, dass Medienkritik am besten unabhängig funktioniert und am besten funktioniert, wenn sie von den Lesern finanziert wird. Das bedeutet aber auch, dass wir Geschäftsführer von einer GmbH sind. Wir haben überhaupt kein Wissen, also was man eigentlich dafür haben müsste. Und das ist blöd. Also dann habe ich Tanit Koch quasi falsch verstanden. Also im Sinne des neuen Journalismus, wo jeder selbst sein eigener Verleger, seine Verlegerin ist, wäre das total klug, man hat so eine Ausbildung vorher. Ich habe sie einfach in diesem Verlagsrahmen gesehen, die denkt, scheiße, wo bleiben die Leute, die Kosten gering halten? Ich glaube, es gibt schon beides. Also natürlich gibt es auch den bedrohlichen Trend zu sagen, dass Journalisten eigentlich nicht getrieben sein sollten davon, von journalistischer Relevanz, sondern davon zu erspüren, wo ist irgendwie ein Geschäftsmodell, was man dann ausbeuten kann. Und ich glaube, das müssen wir natürlich auch sehen, wenn wir jetzt reden, was für Journalistenschüler werden ausgebildet. Das ist ja dann am Ende eine Elite. Ich glaube, eine ganz große Masse von Journalisten arbeiten als irgendwie Content-Produzenten. Die arbeiten an einer Art von Fließband, die kriegen Agenturmeldungen da rein, die schreiben irgendwo anders Geschichten ab. Also die ganz große Masse von dem, was so produziert wird und immer noch Journalismus genannt wird, wird, glaube ich, nicht von Leuten gemacht, die in irgendeinem klassischen Sinne ausgebildet sind, die auch das nicht sein müssen, weil die nicht recherchieren, weil die im Zweifel auch nicht schreiben können, weil die auch nicht redigieren können, aber einen riesigen Ausstoß produzieren, von dem dann insbesondere Online-Medien, aber nicht nur, ein Geschäftsmodell, also das da auf diese Weise etwas lukrativ machen, was immer noch Journalismus heißt, wo aber nur noch wenig Journalismus drin ist. Ich will überhaupt nicht schlecht machen, die Leistung von Monitor oder auch das Selbstverständnis von Journalistenschülern. Aber ich glaube, die ganz große Masse von dem, was jeden Tag produziert wird und was Leute halt auch lesen, was Leute in der Hinsicht auch als Journalismus wahrnehmen, wird auf eine ganz andere Weise und von anderen Leuten und in ganz anderen Bedingungen produziert. Ich fand das sehr interessant bei Herrn Nürnberger zu lesen, dass da ging es um die Glaubwürdigkeit auch, dass 85% der Menschen Zeitschriften für glaubwürdig halten. Ich habe ja nun auch schon viel für Zeitschriften gearbeitet, also wenn ich eine Sache für wirklich fragwürdig halte, dann ist es, also wenn man weiß, wie Zeitschriften gemacht werden, jetzt mal jenseits des Spiegel und einigen, aber dann wundert man sich schon, dass ausgerechnet Zeitschriften für so glaubwürdig gehalten werden. Wir kommen jetzt in diese Richtung wieder von Vertrauensverlust und auch wie man Vertrauen erwirken kann, und Stefan Niggemeier sagte eben gerade die Problematik der dass eine Menge produziert wird, was als Journalismus gilt und damit gar nichts zu tun hat. Brauchen wir, also wenn wir dem Vertrauensverlust gegen anarbeiten wollen, wenn wir wollen, dass die Menschen dem wieder mehr glauben und den Journalisten mehr glauben und den Inhalten und gerade dem Öffentlich-Rechtlichen, wäre zum Beispiel da eine geschützte Berufsbezeichnung eine Möglichkeit? Also Journalist kann sich jeder nennen, das ist so wie Designer. Ne, das kann einfach jeder auf seine Karte schreiben. Wäre das eine Möglichkeit, um aus der Misere rauszukommen, Herr Nürnberger? Sie schütteln mit dem Kopf. Haben Sie sich das schon richtig überlegt? Ja. Okay. Denn ein Manko des Journalismus ist ja auch die mangelnde Diversity. Sagen Sie mal ganz international. Diversity, ja. Diversität, ja. Und die wird dadurch noch weiter eingeschränkt. Wir haben jetzt schon eine Auswahl in Richtung Hochschulabsolventen. Es kann ja keiner mehr Journalist werden, der nur Abitur hat oder gar kein Abitur. Es kann kein Bauer Journalist werden, es kann kein Handwerker Journalist werden. Die je ihre eigene Sicht auf die Wirklichkeit haben, die fehlen ungeheuer in den Medien, genauso wie auch eben Migranten weitgehend immer noch fehlen. Und einer, der
an der Werkbank gestanden hat. Da muss viel mehr noch getan werden, damit solche Leute auch in den Journalismus reinkommen. Und die müssen entsprechend ausgebildet werden. Aber jetzt gleich noch eine Zugangshürde noch mehr zu erhöhen. Der Hochschulnachweis ist schon eine hohe Zugangshürde und die ist mir schon zu hoch. Aber das heißt ja vielleicht nichts. Also früher war es so, als ich anfing vor etwas über 20 Jahren, da waren diejenigen, die nicht begabt genug waren fürs Volontariat, waren diejenigen, die dann studiert haben. Und heute kriegt man ohne Studium kriegt man kein Volontariat, nicht mal mehr bei der Badischen Zeitung, wo ja ganz viele von ihnen waren, lustigerweise. Also ich würde heute überhaupt gar nichts mehr kriegen. Und einen Hochschulabschluss, also man könnte ja vielleicht das mit einer Prüfung irgendwie belegen, zum Beispiel. Das wird ja weitgehend auch gemacht, das wird ja mittlerweile auch geprüft. Hallo. An Journalistenschulen wird geprüft, das ist eine wahnsinnige Auslese und eine Vorauswahl. Und im Volontariat kommt auch nicht jeder durch. Auch erstmal, um ein Volontariat zu kriegen, muss man schon große Hürden überwinden als Praktikant. Genau, aber auch im Studium zum Beispiel. Ja, und auch als Praktikant muss man sich aber auch noch bewähren. Das Studium allein hilft noch nicht. Frau Mikitsch. Also, es bewegt sich unheimlich viel. Beim Norddeutschen Rundfunk, wenn ich richtig Bescheid weiß, ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium nicht mehr Voraussetzung, sondern Abitur. So, um ein Volontariat zu kriegen. Bei uns, beim WDR, ist es Hochschulstudium oder abgeschlossene Berufsausbildung. Bäcker, Dreher, Drucker, was weiß ich. Es ändert sich. Bei uns gibt es Programme für Menschen mit Migrationshintergrund, das wird gefördert. Die kriegen dann ein paar Monate, wie soll ich sagen, so eine Art Schnupperkurs, um sich dann zu überlegen, wollen sie in den Sender, mit dem Erfolg, dass wir relativ viele Leute in den letzten 5 Jahren oder so in Brot und Lohn gebracht haben. Nochmal, es bewegt sich sehr viel und manchmal gehen Leute von ihren Vorurteilen aus, dass das alles irgendwie... Ja, also ich selber komme aus ganz kleinen Verhältnissen zum Beispiel, habe zwar ein abgeschlossenes Hochschulstudium, aber es ist nicht so, dass da lauter Prinzen und Prinzessinnen sitzen, die nur in ihrer Akademikerblase bleiben wollen. Das hat sich verändert und erst recht in den letzten Jahren, weil es erkannt worden ist, Diversität, Frauen, Männer, alt, jung, inländisch, ausländisch, Behinderte, Leute mit Spezialtalenten und so weiter, dass das eigentlich gute Teams ausmacht. Ja? Es macht nichts aus, es macht nicht ein Team besonders gut, wenn da nur 5 von der gleichen Sorte drin sind. Das ist angekommen. Herr Haller, Sie wollten was sagen. Ja, also zunächst glaube ich, ist es aus demokratietheoretischen Gründen, muss es auch so sein, dass der Beruf offen ist. Wir haben Pressefreiheit, wir haben Informationsfreiheit, wir haben Meinungsfreiheit. Also müssen auch die Kommunikatoren und Publizisten ohne jede Beschränkung die Möglichkeit haben, sich in dieser Gesellschaft, sich in der Öffentlichkeit zu äußern. Und so ist der Beruf des Journalismus, sozusagen die Professionalisierung dieses Berufs, ist eigentlich ausgehandelt worden von den unmittelbar Beteiligten. Auf der einen Seite die Verleger und dann... Ja, aber zu besseren Zeiten. Ne? War ja, das aber das ja ist noch auch heute Brunnen. Noch so. Wenn Sie pro Jahr etwa, haben wir etwa einen Bedarf von 1200, 1300 Nachwuchs im Journalismus. Von denen sind vielleicht 150 Stellen? Bis 180 kommen aus Berufsschulen und aus einschlägigen Hochschulstudien. Der ganze Rest ist das, was auch Herr Nürnberger schon angesprochen hat, sind Volontäre. Und das Volontariat, wie das eben besetzt wird, das wird ausgehandelt zwischen dem Journalistenverband auf der einen Seite, Mandeltarifvertrag, und auf der anderen Seite die Verleger und Medieneigentümer. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil dadurch diese sozusagen flexible Reaktion auf Verschiebungen dadurch auch möglich werden. Das wäre nicht möglich, wenn das in diesem fürchterlich institutionellen Rahmen etwa von Universitäten liefe, die unendlich lange brauchen, bis sie den bürokratischen Weg ja, von neuen Studiengängen, die dann ja entsprechend eingerichtet werden müssen und so weiter. Und da kann dann eben ja, erkannt werden, dass eine, sagen wir mal, unglückliche Form der Akademisierung im Journalismus stattgefunden hat. Dass man also den Akademismus selber gefeiert hat, anstatt dass man die Hochschulqualifikation als eine Kompetenz nur verstanden hat. Und ja, dagegen geht man jetzt auch an, indem eben ja, auch andere Berufsabsolventen zum Beispiel fürs Volontariat genommen werden. Genau, das heißt aber, man muss sich von dem Elite-Gedanken verabschieden. Und das ist ein Gedanke, der den Journalisten auch auf eine Art gut gefallen hat. Unbedingt, ja.
Warum kann eine Elite nicht bestehen aus Leuten mit abgeschlossener Berufsausbildung, aus Leuten mit Migrationshintergrund? Also warum ist das Wort Elite ist gleich weiß, männlich, Akademikerhaushalt? Na, männlich muss ja gar nicht sein, aber... Nee, also... Nee, also das finde ich irgendwie nicht, ja, anyway, aber ohne, um nur noch mal die DJS hier bitte auch ins Spiel zu bringen, wir haben noch nie in der Geschichte dieser Schule war ein abgeschlossenes Hochschulstudium eine Voraussetzung zur Aufnahme in diese Schule. Noch nie war Abitur eine Voraussetzung für die Aufnahme in diese Schule, sondern es gab auch immer den Weg alternativ über eine abgeschlossene Berufsausbildung seit, glaube ich, 1949 oder sowas. Das heißt, die Frage, und wir haben ja einen relativ hohen Prozentsatz an zum Beispiel Leuten mit Migrationshintergrund. 10% in den letzten 4 Jahrgängen. Ja. Und die, trotzdem frage ich mich, also für mich stellt sich die Frage eher, wie machen wir diesen Beruf attraktiv oder diese Ausbildungsgänge für Leute, die halt nicht aus einem Akademikerhaushalt kommen, wie ich zum Beispiel. Ja? Also wie machen wir den Beruf attraktiv? Warum ist er nicht attraktiv? Weil die wissen ja, dass man sich da bewerben kann bei uns. Also warum bewerben sich nicht mehr? Ja, das ist für mich die entscheidende Frage. Und wie könnte man mehr dazu verleiten, dass sie sich bewerben? Das ist eine gute Frage. Wer hat eine Antwort? Herr Niggemeier hat keine Antwort. Nee. Ich wollte nur einmal zu dieser Elitenfrage noch was sagen. Ich finde diesen Elitengedanken völlig irreführend. Als Frau Mikisch vorhin gesagt hat, dass Sie sagen, Sie wollen, dass Ihre Redakteure und Mitarbeiter selbstbewusst, aber bescheiden sind. Ich glaube, ein Stichwort da ist halt auch Dienstleistung. Journalismus ist eine Dienstleistung. Das heißt überhaupt nicht kleinzureden, die Bedeutung für die Gesellschaft, aber das als Haltung im Beruf erstmal zu sagen, ich bin nicht Teil von einer Elite, sondern ich mache einen Dienst am Bürger und erstmal auch ganz unmittelbar an meinem Aber Publikum. Ist das nicht was verloren gegangen ist in den letzten 15, vielleicht auch 20 Jahren? Das wird Herr Haller besser wissen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das früher gab. Also ich glaube, dass dieser Gedanke heute fehlt. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt beschreiben, dass das früher so viel besser war. Ich glaube, ich habe das nicht selber erlebt, aber wenn man so Geschichten aus dem zum Beispiel Magazinjournalismus von vor 30, 40 Jahren hört, ich glaube nicht, dass es da eine große Bescheidenheit, ein großes, ach naja, wir sind ja nur Dienstleister. Im Gegenteil, das ist jetzt plötzlich so wichtig geworden, dieses Gefühl zu haben, weil es früher viel leichter war, das zu ignorieren, weil das Publikum konnte ja nur fressen oder sterben und heute hat das Publikum andere Möglichkeiten. Ich glaube nicht, also ich glaube, es ist ein Problem, aber ich glaube nicht, dass es schlimmer geworden ist. Ich würde das ähnlich sehen. Ich glaube, dass der Soziokulturwandel und der Medienwandel hat dazu geführt, dass wir es heute mit einer anderen, in dem Medienverhalten veränderten Gesellschaft zu tun haben, in dem sich die Menschen auch selber eben, wie schon gesagt, artikulieren können, indem sie verschiedene Quellen miteinander vergleichen, wenn sie dann ja, die bildungsmäßigen Voraussetzungen mitbringen, vergleichend anschauen können, indem sie diesen von oben herab, diesen Katheterjournalismus nicht mehr akzeptieren. Das kann durchaus sein, dass das vor 3 Jahrzehnten noch anders war. Aber entscheidend ist, dass es heute ist. Ich glaube, das war vor 10 Jahren noch anders, ehrlich gesagt. Ja, also aber entscheidend ist, dass es eben heute anders ist, dass der Journalismus das lernen muss, ja, auf diese veränderten Kommunikationserwartungen auch einzugehen. Es gibt der britische Journalist John Snow, der für Channel 4 gearbeitet hat, der hat anlässlich des Feuerunfalls in Glenfell Tower, hieß es, war da und hat daraufhin eine Rede gehalten, die sehr viel Beachtung in Großbritannien fand, weil er sagte, also weil er sich sozusagen eine Mitschuld gab daran, weil er sagte, wir haben es gewusst. Wir wussten von diesem nicht vorhandenen Brandschutz, denn die Leute haben sich bei uns gemeldet. Sie haben sich an die Presse gewandt, sie hatten einen Blog, in dem sie die Mängel in dem Haus beschrieben haben und er hat gesagt, wir haben sie nicht gesehen, wir wollten das nicht wissen. Und er sagt, das hat auch, und da sind wir wieder da, es hat mit dem Mangel an Diversity zu tun. Also das fand ich ganz spannend, dass er tatsächlich sozusagen die Lösung des Problems in der Diversität festmacht und sagt, unsere Redaktionen müssen diverser werden. Wir brauchen mehr Leute mit verschiedenen Blickrichtungen und Blickwinkeln, damit solche Sachen nicht mehr passieren. Wie gesagt, ich fand das ganz spannend bei Frau Löwisch. Es sind eben, Sie haben 10% Menschen mit Migrationshintergrund in den letzten 4 Jahren an der Schule gehabt. Das kommt mir viel vor. Ich glaube,
Die Henry-Nannen-Schule steht da ein bisschen anders da. Da ist man schon, hat man schon Migrationshintergrund, wenn die Mutter Französin ist. Deswegen ist das, also aber eine Quote gibt es nicht. Ich glaube, das hat sich bei Ihnen so ergeben, oder? Wobei Sie sind ja noch nicht so lange da. Ich weiß jetzt nicht, deswegen ist vielleicht die Frage doof. Aber wie, haben Sie eine Vorstellung, wie Sie das handhaben wollen? Also haben Sie Überlegungen, wie Sie mehr Diversität in Ihre Kurse bringen wollen? Vor dem Hintergrund, dass sich ja nur bestimmte Leute bewerben. Also das ist jetzt so ein bisschen ins noch nicht fertig gedacht, ja, weil das ist eine sehr schwierige Frage. Eigentlich ist unser Aufnahmeverfahren ja enorm erfolgreich. Also wenn man es daran misst, an den Menschen, die dabei dann rauskommen. Ich glaube, also meine Überlegungen gehen eher in die Richtung, wie kann man dafür sorgen, dass mehr in diesen Aufnahmeprozess eingeschleust werden, als jetzt den Aufnahmeprozess an sich zu verändern. Und mit Quoten bin ich sowieso persönlich, das ist nicht mein Ansatz, um Lösungen zu finden. Deswegen müsste ich auf jeden Fall auch dann noch, selbst wenn ich jetzt an dem eigentlichen Prozess was ändern wollen würde, dann wäre das sicher keine Quote. Okay. Frau Mikic, können Sie noch mal schildern, weil Sie sagten ja, da ist viel bei Ihrem Sender im Gange. Gibt es, und Sie sagten, Sie sprachen auch von Programmen, wie muss man sich das vorstellen? Weil was ich ganz interessant fand, war, dass es das Grimme-Institut mal so ein Programm aufgelegt hat oder es versucht hatte mit Menschen mit Migrationshintergrund, und da ging es dann gar nicht so sehr um Sprache oder so, sondern es ging um Sachen wie Pünktlichkeit. Also zu vermitteln, dass man in Deutschland pünktlich sein muss, weil wenn eine Pressekonferenz für 10 Uhr angesetzt ist, dann wird auch um 10 Uhr das Wichtige gesagt und nicht um 10.15 Uhr. Das war so ein Gedanke, der ist mir gar nicht gekommen. Also wir haben das ja, ne, wenn wir uns da öffnen wollen, kriegen wir das ja auch mit, natürlich auch mit der Diversität von Menschen zu tun. Und haben Sie da einen Einblick, wie man das bei Ihnen im Sender, also der immerhin ARD, also sozusagen die Hälfte des Öffentlich-Rechtlichen, wie das da gemacht wird? Ja, ich kann nur für den WDR sprechen. Mhm. Wir haben ein Programm, ich glaube, das ist jetzt 8 Jahre alt, das heißt weltweit. Und das wirbt dann an den Schulen, also durchaus Menschen, die noch nicht fertig sind. Das wirbt an den Schulen, aber dann auch an den Unis, bei Menschen, die Migrationshintergrund haben und die so sich auseinandersetzen wollen mit Journalismus, ohne dass sie sich schon festgelegt haben, ob sie das überhaupt machen wollen. Und das ist dann, was ich vorhin sagte, ich meine, 2 Monate, so eine Art Schnupperkurs, die kriegen dann alles da zu machen, also so, wie mache ich einen Film, wie sieht eine Moderation aus und so weiter. Sie lernen auch ihre sprachlichen Fähigkeiten kennen, wenn da noch etwas rumpelt. Dann haben wir eine zweite Geschichte, die ich hochspannend finde, wirklich wertvoll. Wir haben eine Online-Redaktion, die heißt WDR4U, die ist entstanden, nachdem sehr viele Menschen mit Fluchterfahrung, Fluchtbiografie nach Deutschland gekommen sind. Und zunächst einmal nur das, was Sie gesagt haben, wie tickt Deutschland, wie ist es mit der Pünktlichkeit, wie geht Bahnfahren, wie geht Führerschein hier machen und so weiter. Also es war eigentlich so etwas wie ein Hilfsding für viele Menschen auf Persisch und auf Arabisch und Englisch dargestellt, online, wie tickt Deutschland, was sind hier die Themen, was sind auch die Themen in der Flüchtlingspolitik, was sagen die verschiedenen Parteien und so weiter. Das ist immer mehr ausgeweitet worden zu Kochshows, multikulturellen, aber auch Christian Lindner durfte auch mal was sagen und von der Linken durfte mal jemand etwas sagen, Talkshows und. Und ist dahingehend auch ausgeweitet worden, wie geht Journalismus. Und ich bin total zufrieden und happy, dass Menschen, die sich eigentlich eher aus dieser Szene für WDR4U interessierten und gar nicht unbedingt ausgebildete Journalisten waren, jetzt bei den Volontärsgängen reüssiert haben und reinkommen in die Sender, in die etablierten Sender, obwohl sie alles Mögliche nur nicht einen deutschen Uni-Abschluss haben oder Journalistenschulen-Abschluss. Es sind immer Programme. Sie sind getrieben, das muss man auch sagen, nicht weil irgendwelche Intendanten oder irgendjemand weise wäre, sondern es kommt fast immer von unten. Von unten ein Druck, irgendjemand hat eine gute Idee, jemand Zweites macht die Idee mit,
Meine Aufgabe ist dann immer, für Geld und Platz zu sorgen, das tue ich auch gerne. Und dann auf einmal entsteht etwas. Und ich kann wirklich allen Leuten, die jetzt hier ein bisschen auch mit Integration und Flüchtlingsfragen zu tun haben, sehr empfehlen, Hashtag WDR4U an Bord. Das ist eine super Sache, billigst hergestellt und gesellschaftlich wertvoll. So, und davon lernen wir, von solchen Projekten. Also noch nicht konzertiert, noch nicht von oben nach unten durchdacht, aber es gibt diese Programme und die laufen gut. Ja. Stichwort von unten und Durchlässigkeit. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit, wir reden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und über Leute, die überwiegend natürlich auch für die sogenannten Qualitätsmedien ausgebildet werden und so weiter. Gleichzeitig haben wir ja das Gefühl, dass ein Großteil des Problems im Netz ist. Also oder aus dem Netz kommt. Was müssen wir denn machen, damit das besser zusammenwächst, damit wir nicht das Netz auf der einen Seite haben und die sogenannten Qualitätsmedien auf der anderen oder mit einem kleinen Ableger im Netz? Wie kann das funktionieren? Hat da jemand eine Idee? Da komme ich jetzt leider mit meinem Pessimismus wieder. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist das nötig. Ich merke nur so auf meinem Gebiet der Medienkritik, wie oft ich da selbst in so ein Dilemma reinkomme, wie oft ich erlebe, dass das, wo ich sage, okay, ich habe hier eine Kritik an Medien, die ist teilweise vielleicht auch mal fundamental, wie das in einem gewissen gesellschaftlichen Klima, auch in diesen Echoräumen, von denen Sie geredet haben, wie das plötzlich ganz anders gedreht und wahrgenommen wird. Mhm. Ich sag mal ein Beispiel gestern Abend. Ich habe den Brennpunkt gesehen im Ersten und ich fand den furchtbar. Ich fand Tina Hassel furchtbar. Ich fand die Art, wie Merkel da als Gewinnerin dieser Krise dargestellt wurde, furchtbar. Ich habe das getwittert und hatte sofort ganz viele Reaktionen von Leuten, die sagten, ist doch klar. Also das wissen wir doch, so kennen wir doch die ARD, so kennen wir Tina Hassel, so kennen wir den Brennpunkt, das ist doch genau das Merkel-Fernsehen, was so ist. Und ich stand da jetzt, naja, Moment. Darf ich noch ganz kurz, es stand dort zum Beispiel im Dienste, also Tina Hassel im Dienste ihrer Majestät, ich weiß nicht, was peinlicher ist, Merkel oder Hassel mit ihren devoten Fragen an die Gottkanzlerin. Und einer schrieb, mein Gott, was für eine verschenkte Chance, ein offenes und kritisches Gespräch mit Angela Merkel zu führen. Mein Problem ist jetzt, ich fand das wirklich schlecht. Ich bin aber nicht jemand, und das habe ich auch nicht geschrieben, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass es da diese Ansage gab, ihr müsst jetzt so berichten. Ich hatte schon das Gefühl, dass das ein bisschen nah war. Ich fand das auch erstaunlich, dass diese Sendung so war, weil man diese ganzen Diskussionen ja kennt. Und trotzdem ist mir ein bisschen unheimlich, wenn ich merke, dass ich damit auch Futter gebe für Leute, die das für ein Indiz nehmen, für etwas, was sie alles schon zu wissen glauben, wo sie die komplette Verschwörung schon sich über Jahre gebastelt haben und wo sie genau wissen, dass natürlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nie vernünftiger Journalismus stattfindet. Was nicht meine These ist und was ich auch als These nicht befeuern will. Jetzt komme ich aber an der Stelle, eigentlich wolltest du ja Antworten von mir, ich habe die an der Stelle. Ich bin an der Stelle auch oft eher ratlos, weil ich merke, in welchem Maße da die Gesellschaft auseinandergedriftet ist, wie weit die Polarisierung fortgeschritten ist. Und ich nicht weiß, wie schafft man es, was jetzt eigentlich mein Anliegen wäre als Medienkritiker, darüber zu diskutieren, was läuft da falsch, was läuft vielleicht konkret in einer Sendung falsch, wo ist vielleicht auch strukturell ein Problem, dass solche Sendungen entstehen, ohne umringt zu sein von Leuten, die eigentlich die ganze Zeit von draußen reinbrüllen, Staatsfernsehen, Lügenpresse, wissen wir doch alle. Gehst du denn dann bei Einzelnen rein und sagst zum Beispiel, naja, man kann das nicht generalisieren, denn es gibt ja auch die und die Sendung oder andere Menschen sind kritischer oder zum Beispiel bei Richtung Staatsfunk, man hätte ja sagen können, Moment später, also man muss ja sagen, dass im ZDF Marietta Slomka eine ganz andere Nummer gefahren hat, also das, ihr Interview mit Christian Lindner geht im Netz rauf und runter, weil sie den so auseinandergenommen hat, das wäre ein schönes Gegenargument. Also gehst du mit denen dann in dem Moment dann rein und sagst, Leute, so ist es nicht? Teilweise. Also ich habe auch ein langes Stück geschrieben, wo ich genau diesen Staatsfunkbegriff, wo ich erklärt habe, warum ich den völlig untauglich finde, warum ich den gefährlich finde in der Weise, wie er benutzt wird. Jetzt im Zusammenhang mit Herrn Döpfner. Ja, im Zusammenhang mit Herrn Döpfner, aber überhaupt, weil man natürlich auch sieht, welche Leute diesen Begriff sofort begeistert aufnehmen und gar keinen anderen mehr benutzen. Aber also zur Wahrheit gehört auch, dass ich natürlich
mich selber auch manchmal frage, in welchem Maße bin ich denn eigentlich der Blinde und der Naive, wenn ich sage, naja, ich fand jetzt dieses Interview nicht so toll, aber vielleicht hatte da jemand mal einen schlechten Tag. In welchem Maß bin ich dann der Idiot, wenn alle anderen womöglich eigentlich wissen, nee, das hat schon einen Grund, warum dieses Interview so war. Also ich habe da ja auch nicht immer die Antwort. Ich kann ja nicht immer sagen, dass das dann die richtige Position ist, das eher auf den Einzelfall zu beschränken, als jetzt das ganz große Verallgemeinern zu machen. Mhm. Herr Haller, Sie hatten, bei Ihr Stichwort ist ja die Medienkompetenz. Das ist ja Ihnen ganz, ganz wichtig, dass da was passiert. Also, dass Menschen, oder sagen Sie mal, worum es geht, wenn Sie sagen, Sie fordern, dass Medienkompetenz deutlich mehr gestärkt wird, wahrscheinlich schon in Schulen unterrichtet. Was soll das heißen, wenn wir jetzt an Stefan Niggemeier und sein Problem denken? Ja. Nehmen Sie das Mikrofon bitte. Ich denke genau, weil wir eine völlig unübersichtliche, sich selber immer eigendynamisch weiterentwickelnde Online-Welt der Pseudo- und tatsächlichen Informationen und Blogs und so weiter haben. Also gerade in den Social Media ist es ja völlig unübersichtlich geworden für die jungen Menschen. Was sind da eigentlich verlässliche, professionell aufbereitete Informationen? Wir kennen ja alle den berühmten geflügelten Satz, wenn die Nachricht wichtig ist, wird sie mich schon erreichen. Gemeint ist damit, dann wird sie einfach in meiner Peer Group so lange hin und her geschoben, bis er auch bei mir ist. Also das bringt ja zum Ausdruck, dass sehr viele, gerade jüngere Menschen, gar kein Bewusstsein dafür haben entwickeln können, was eigentlich zuverlässige Quellen sind und was zuverlässige Medien sind. Und das hängt auch nicht nur, aber auch damit zusammen, dass die Vermittlung von Medienkompetenz, und da knüpfe ich auch an das an, was Sie am Schluss ja mit Bildung angesprochen haben, dass die Vermittlung von einer Medienkompetenz, die mehr ist als nur zu wissen, was eine App ist und wie ich wische und schiebe und drücke und mache, sondern dass ich auch lerne, was ist eigentlich eine Information, ganz banale, einfache Dinge, eine Informationskompetenz zu vermittelt zu bekommen, das ist in unserem Schulsystem, findet das bis heute nicht statt. Und ich glaube, dass darum, also sozusagen von der anderen Seite her, das Problem etwas gemildert werden kann, wenn es gelänge, über unser Bildungssystem den nachwachsenden jungen Menschen in diesem Sinne ja, Informationskompetenz mit auf den Weg zu geben, damit sie den Schrott und den Quatsch von zuverlässigen Informationsangeboten selber in ihrem Kopf unterscheiden lernen. Also so ein bisschen auch wie in der Journalistenausbildung. Was ist eine Nachricht? Wie geht Fernsehen? Wie kommt die Meldung da rein? Ja. Wer bestimmt darüber? Naja, also die Grenzen sind schon fließend geworden. Es gibt ja auch verschiedene Ansätze heute, sozusagen den Bürgerjournalisten auf den Weg zu bringen. So weit würde ich nicht gehen. Es genügt mal als Rezipient, also als Konsument von Medienangeboten, den Kopf einzuschalten und sich nicht von irgendwelchen Attraktionen, von irgendwelchen dann eben auch entsprechend, sagen wir mal, verführerisch aufbereiteten Geschichten, die eigentlich nur die eigene Vorurteilsmaschinerie bestätigen sollen, sich davon verführen zu lassen. Also wenn Sie so wollen, ist es mal zunächst eine Art Bewusstseins- und Wissensvermittlung, die am Anfang steht. Ja? Wenn es dann noch weitergeht, dass sich junge Erwachsene dafür interessieren, wie macht man eigentlich jetzt ein in dem Sinne sinnvolles Medium und sich dafür weiter interessieren, umso besser. Aber das ist natürlich schon drei Schritte weiter gedacht. Das ginge mal um den ersten Schritt, ja, der einfach in den Schulen stattfinden müsste. Es ist wahrscheinlich passiert, dass wenn man eine Schülerzeitung macht, dann kommt man automatisch in diesen Prozess hinein. Aber das reicht ja heute nicht mehr, weil wir dann, und das ist jetzt vermutlich nicht das Fass, was wir noch aufmachen wollen, aber natürlich bei Facebook dann Dimensionen haben, wo der Algorithmus uns einfach immer wieder Dinge liefert, mit denen wir dann, auf die wir reagieren wollen. Das ist das Ziel von Facebook, uns Sachen zu zeigen, die wir liken. Das ist erstmal als Idee, glaube ich, nicht böse. Aber die Wirkung sieht man ja an vielen Stellen, dass die verheerend ist und gravierend. Und das sind ja dann nicht immer nur die anderen, die Idioten, die darauf reinfallen, sondern wir sind das ja selber auch. Also es ist ja schon, also ich merke das zumindest bei mir selber, dass es natürlich verführerisch ist. Das ist verführerisch auch zu sehen, wenn irgendwo gerade mal wieder eine Sau durchs Dorf getrieben wird, zu sagen, hier mit einem Retweet reihe ich mich da ein in diesen Mob. Und es kostet erstmal eine Anstrengung zu sagen, nee, ich mache da jetzt mal nicht mit, weil da sind eigentlich schon genug Leute in diesem Mob, ich muss mich da nicht noch einreihen. Aber
Das ist die Anstrengung. Das andere ist das, was so ein befriedigendes Endorphin-Ausschüttendes ist, so yeah, drauf auf ihn. Und ich glaube, dass wir da noch sehr viel mehr lernen müssen als Dinge, wo man früher sagte, Schülerzeitung, was ist eine Nachricht, wie formuliert man Sachen? Und das hat mit unserem Lernen zu tun und es hat natürlich einfach auch mit dem Agieren von Konzernen wie Facebook zu tun. Ich möchte noch etwas nachtragen. Also für mich ist eine der heikelsten Fragen, die wir jetzt als Öffentlich-Rechtliche mit unseren Filmen, mit unseren Inhalten im Moment zu bewältigen haben, das ist wirklich die Tatsache, dass wir da in Geiselhaft sind. Die Tagesschau hat natürlich ihren eigenen Auftritt, aber die Tagesschau vermehrt ja auch Inhalte auf Facebook. In dem Augenblick, wenn viele junge Menschen, jüngere, das ist ja schon nicht mehr die Jugend, auf Instagram und auf Facebook Tagesschau-Inhalte sieht, interessieren sie sich vielleicht überhaupt nicht mehr für die Quelle, die da heißt Tagesschau und eine eigene Seite hat oder eine eigene App hat und sind bei Facebook. So, wer sagt mir, dass in 5 Jahren Herr Zuckerberg abgelöst wird von irgendwem und er sagt, ach, das gefällt mir aber alles nicht, ist zu wirtschaftskritisch oder ist zu oldschool oder ist zu dies oder ist zu das und die Inhalte sind dann plötzlich weg. Und die Menschen wissen überhaupt nicht, dass es noch sowas gibt wie Tagesschau und so weiter. Das ist eine ganz große Diskussion bei uns. Wie weit müssen wir in den Social Media unterwegs sein? Ich habe keine Antwort darauf, außer dass ich privat nicht, Facebooke überhaupt nicht. Ich habe da nur so einen Fake-Account, um schon mal zu gucken, was passiert. Und ich twittere so vor mich hin, aber eher auch laienhaft. Macht mir eher Spaß, weil das für mich so eine private Agentur ist. Ne? Aber ich nehme es jetzt nicht blutig ernst und ich zähle auch nicht Likes und Voting und Ranking und so weiter. Aus dem einfachen Grund, weil was auch immer da passiert, ich weiß nicht, woher es kommt. Und bei uns, ich sage jetzt den Medien mit einem Absender, das sind Zeitungen, Zeitschriften, das sind öffentlich-rechtliche, da steht sowas wie Rechenschaftspflicht. Ja, also jeder Mensch, auch Idioten, können mich anschreiben, können meinem Intendanten sagen, entlassen Sie die oder eine Programmbeschwerde. Programmbeschwerden sind unendlich viel Arbeit, kosten richtig Geld, die zu bearbeiten und so weiter. Aber kann mich zur Rechenschaft auffordern, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber wie auch immer, wir haben eine Adresse. Vieles, was im Internet passiert, hat keine Adresse. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, jetzt sich gerade an Facebook, an die ganz großen Player so ranzuwanzen. Ich halte es für gefährlich, ja. Gut. Mein Telefon hat eben geklingelt. Das war das Klingeln für Sie. Und zwar dafür, dass wir jetzt auch das Publikum mit einbeziehen und Sie bitte Fragen stellen können. Seien Sie so lieb, halten Sie keine Referate, sondern fragen Sie einfach, wenn Sie Fragen haben. Hat denn jemand? Der Herr Hakötter. Genau, Sie müssten dann bitte da rausgehen und dann stehen da Menschen mit einem Mikrofon, die das Mikrofon festhalten. Also versuchen Sie nicht, denen das aus der Hand zu reißen, das funktioniert nicht. Vielen Dank, danke Frau Burmeister, dass ich was fragen darf. Ja, Hector Hakötter, ich bin Fernsehjournalist und Hochschullehrer und ich würde gerne den Herrn Nürnberger nochmal fragen, aber gerne auch die anderen Kolleginnen und Kollegen hier auf dem Podium. Es ging ja los, die Diskussion, und in Ihrem Vortrag ging es um Fake News. Fake News, also der offensichtliche Fall, dass was Falsches berichtet wird. Das ist nun ein Fall, der begleitet die Geschichte des Journalismus, seit es Journalismus gibt. Früher hat man das Zeitungsente genannt, heute hat man ein englisches Wort dafür. Es gibt aber 3 andere Fälle, von denen ich gerne Ihre Meinung wissen will, die man auch subsumieren könnte unter Fake News, obwohl sie nicht so offensichtlich Falschmeldungen sind. Der erste Fall wäre Mainstreaming. Darüber diskutieren wir ja in den letzten Jahren intensiver, gibt auch wissenschaftliche Veröffentlichungen darüber, dass viele Menschen den Eindruck haben, der Journalismus sei in weiten Teilen so eingeschwenkt auf so einen schwarz-rot-grünen Konsens. Kann man sagen, okay, das ist ein ziemlich großer Konsens, das stimmt, aber es gibt links und rechts und oben und unten davon natürlich trotzdem noch Meinungen, die dann hinten rüberfallen. Der zweite Fall wäre Konsonanz. Wir haben 625 publizistische Einwände. Nee, wir beantworten jetzt mal das eine, sonst hat man nämlich, wenn Sie bei Punkt 3 sind, das erste schon vergessen. Also, wie hieß es, Mainstreaming? Wer möchte dazu was sagen? Wer fühlt sich, Herr Nürnberg, genau, Sie waren ja auch angesprochen.
Ja, das gibt es. Das habe ich selber auch schon am eigenen Leib erlebt und so empfunden. Als ich Mitte der 90er Jahre anfing, gegen die Globalisierungsjubler anzuschreiben, habe ich mich ziemlich allein gefühlt. Es gab kaum Journalisten, die mich darin unterstützt haben. Es hat kein Echo hervorgerufen. Ich habe im Jahr 99 das Buch Die Machtwirtschaft geschrieben, wo ich die ganze Kapitalismuskritik schon drin hatte, die nach 2008 dann kam. Hat kein Echo hervorgerufen, nicht mal bei Gewerkschaften, nicht mal in der SPD. Es gab damals einen neoliberalen Mainstream. Und es gibt dieses Rudelverhalten von Journalisten immer wieder. Und es ist auch, daher ist es nützlich und notwendig, dass mal angefangen wird, darüber zu reflektieren und das zu diskutieren. Aber es ist auch so, dass man es oft auch so empfindet, dass da ein Mainstream ist, wenn er der eigenen politischen Ansicht widerspricht, dass man ganz schnell dabei zu sagen, ach, das sind wieder die. Und wenn man dann genauer hinsieht, dann sieht man, dass es doch eine große Vielfalt von Meinungen und Darstellungen gibt, die es vielleicht dann doch schwerer macht zu sagen, das ist alles dieselbe Masse, die da schreibt. Und zurzeit sehe ich das eigentlich eher nicht so. Ich sehe auch nicht diese Merkelianer, die da von allen jetzt gesehen werden. Die gibt es, aber es gibt ja auch die Anti-Merkelianer, die sind genauso laut, meines Erachtens. Frau Mikic, gibt es denn in einer Fernsehredaktion so etwas wie ein Watch-Ding, dass man sagt, okay, das Thema behandeln wir gerade wirklich sehr viel oder es ist überall vertreten, was rutscht uns gerade weg? Ist das was ein bewusstes Vorgehen ist? Ich glaube, das ist einfach ein kollegiales Vorgehen, immer wieder. Also ja, es rutschen Sachen weg, es gibt Themenkonjunkturen, da muss man sich nicht in die Taschen lügen und dann wird unentwegt, jetzt mache ich mal ein harmloses Beispiel, um über die Notwendigkeit der Dämmung von Fassaden oder so hier, da und dort in einer Verbrauchersendung und so weiter. Dämmlobby. Ja, auch. Und dann ist das irgendwie Mainstream, das ist eine gute Idee und dann kommt ein halbes Jahr später irgendjemand und sagt, Moment mal, wer will eigentlich, dass ich da was glaube? Ja, so. Und dann kommen dann die Kritischen, also die Magazine, plus minus, so und sagen, das ist alles auch interessensgesteuert. Also ich würde, nein, es gibt nicht eine Watch-Funktion, aber im Team passiert es eigentlich sehr häufig und sagen wir mal, im Großen gibt es einfach die Redaktion, deren Aufgabe es auch ist, immer wieder gegen den Mainstream anzuargumentieren, zu beobachten, zu berichten. Ich habe jetzt gerade einen Namen genannt, ich nenne ihn nochmal Monitor. Und ja, also es gibt es aber nicht als bewusste Watch-Geschichte oder Funktion jetzt in den Redaktionen. Herr Hagkötter, der ist ja, ich glaube, Geschäftsführer bei der Initiative Nachrichtenaufklärung und die veröffentlichen immer so eine Liste mit den vernachlässigten Themen des Jahres. Ich hatte mir die hier mal ausgedruckt, weil ich dachte, also ich wusste gar nicht, dass der heute hier ist, aber ich habe gedacht, wer weiß, wozu ich das brauchen kann. Ist das was, also da schon zum Beispiel Punkt 1, Bundesrichterwahl illegal, 2, Auslandseinsätze der Bundeswehr, 3, Costa Rica und andere Länder ohne Militär, Nahrungsmittelverschwendung und Hunger. Ist das was, wo man dann reinguckt, dass man denkt, jetzt gucken wir mal, was die haben? Ja, also als ich noch Monitor gemacht habe, ja, habe ich reingeguckt und manchmal, das war glaube ich damals Tabletten und Depressionen oder was, da gab es da gibt's vor auch Jahren. Medikamente, ja. Ruhigstellung in Altenpflegeheimen. So, und dann haben wir gesagt, ja, stimmt, haben wir vernachlässigt, müssen wir machen, ja. Okay. Herr Hagkötter, jetzt sind Sie nur mit dem einen Teil. Wollen Sie das jetzt noch ergänzen oder hier vorne war auch noch eine Meldung? Dann aber jetzt... Genau, dann, Sie hatten sich, glaube ich, gemeldet und dann... Ich gebe auch Gas. Ja, mal ganz schnell. Punkt 2 wäre Konsonanz. Wir haben über 600 Webseiten von Zeitungen in Deutschland. Wenn man die durchklickt, schreiben die aber alle mehr oder weniger das Gleiche. Das meiste übernehmen sie von den Agenturen. Das ist nur eine vorgetäuschte Pluralität von Meinungen. Und das stört, glaube ich, auch viele Leute, die Journalismus rezipieren. Und der letzte Punkt wären genau die blinden Flecken. Also Redaktionen, die sich offenbar auf dieselben Nachrichtenfaktoren, Nachrichtenwerte eingeschworen haben und deswegen über bestimmte Themen immer berichten, aber bestimmte andere Themen eben immer unter den Tisch fallen lassen und dadurch entstehen blinde Flecken der Berichterstattung. Da würde mich Ihre Meinung zu interessieren. Also Punkt 3 haben wir jetzt schon mal abgehakt. Wer sagt was zu Punkt 2? 600 Websites von Tageszeitungen, überall steht dasselbe drin. Herr Haller. Also
Also das deckt sich ziemlich mit unserer Studie jetzt am Beispiel der Flüchtlingsberichterstattung, dass ganz bestimmte Einstellungen, ganz bestimmte Auffassungen, ganz bestimmte Muster durch die gesamte Lokal-Regionalpresse sozusagen durchrauscht. Womit dann so eine Art Mainstreamisierung, auf was das zurückzuführen ist, denn sie schreiben ja nicht nur voneinander ab, dass es doch so ein, ja, man kann schon, vorhin fiel das Wort schon Rudelverhalten, kann man da schon feststellen, aber auch eine ähnliche Denke und stark befördert durch die Online-Medien, die in dieser Beschleunigungsschleife drin sind. Man will immer schneller sein, als man eigentlich mit einer Recherche, mit einer Überprüfung sein könnte. Ja, aber jetzt weil das Flensburger Tageblatt kann ja nicht schneller sein als Ja, aber Online und warum Offline sind sich, ja, ist ja oft dieselbe Redaktion. Warum suchen die sich nicht eigene Themen? Warum sagt das Flensburger Tageblatt nicht, haben die anderen eh schon, wir machen was Eigenes? Naja, das kann das Tageblatt deswegen nicht machen, weil es in seinem Reichweite, in seinem Verbreitungsgebiet natürlich die einzige Zeitung ist und sagt, wir müssen das auch bringen. Unsere Leser wollen das ja auch lesen. Also schaut man nach, was ist denn über die Agenturen, was ist über die großen Medien, über die Tagesschau etwa, was ist dazu schon alles gebracht worden, und dann traut man sich nicht davon, eine ganz abweichende andere Positionierung oder eine andere Perspektive zu bringen, die vielleicht nötig wäre, um die Leser dieses Verbreitungsgebietes zu holen. Mhm. Und das ist dann auch natürlich eine Frage der Ressourcen. Ja, das wurde ja auch schon erwähnt. Er sagte das ja auch schon. Im Zuge der Einsparung und des Personalabbaus, gerade in Lokal-Regional-Redaktionen, sind die Redaktionen auch überfordert, ja, das zu erbringen. Und dann ist es natürlich leichter, im Sinne von Copy und Paste, das, was über die Online-Medien eben schon schnell gelaufen ist, dann auch mehr oder weniger modifiziert in dem Printmedium dann auch so zu bringen. Und so entsteht natürlich dieser Mainstreamisierungseindruck. Wollten Sie noch was ergänzen? Ja, ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist zu sagen, dass es ein Mainstreaming ist. Das, was Sie da als Mainstreaming empfinden, ist auch ein Ergebnis der Ausbildung von Journalisten, die von anderen Journalisten lernen, zu unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist und wie man gewichtet. Und da gibt es einen nicht fixierten Konsens von Nachrichtenredakteuren, die das im Lauf eines Volontariats erlernen und es ohne zu reflektieren, geht es in Fleisch und Blut über, zu unterscheiden, was ist heute wichtig und was ist weniger wichtig, und danach gewichten sie. Und aufgrund dieses Konsenses, der weit verbreitet ist, und auch aufgrund, dass die verschiedenen Redaktionen wie kommunizierende Röhren sind, die einander gegenseitig beobachten und gucken, was haben die als wichtigste Meldung, was haben die, entsteht dieses Gemeinsame. Und das muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn da so ein Konsens da ist, aber natürlich muss man ihn immer wieder in Frage stellen. Und dadurch, und es kommt dann auch ab und zu Änderungen. Ich erinnere zum Beispiel an das Thema sexueller Missbrauch. War in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren kein Thema, kam dann in den 80ern langsam auf. Dann kam die Geschichte mit der Odenwaldschule, die wurde in den 90er Jahren von der Frankfurter Rundschau gemeldet. Niemand ist darauf eingestiegen. Erst dann 10 Jahre später wurde es zum Thema. Und das sind so Entwicklungen in der Gesellschaft, die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie in die Nachrichtenredaktionen eindringen, und dann ändert sich auch dieser Konsens der Nachrichtenredakteure. Und ich glaube, er ändert sich jetzt, da wir eben diese sozialen Medien sozusagen als fünfte Gewalt haben, die den Beobachtern aus der vierten Gewalt beim Beobachten zuschauen, ändert sich jetzt viel schneller. Die Chance, dieses Mainstreaming zu beeinflussen, ist jetzt viel größer. Das ist ja immerhin mal eine gute Nachricht, kann man mal sagen. Das ist ja ganz schön. Sie sind dran und am besten, Sie suchen sich jemanden, den Sie fragen möchten. Eine Person. Von wem wollen Sie was wissen? So. Ludwig Greven, Zeit Online. Mir geht ehrlich gesagt diese Diskussion hier ein bisschen nicht tief genug. Also jetzt gerade das Beispiel Mainstream. Man kann das so sehen. Es hat es ja früher auch gegeben, wurde es anders genannt. Aber die Frage ist doch, woher kommt das? Weil die Krise gibt es, Herr Nürnberger, die Krise gibt es, die kann man nicht wegreden und einfach sagen, im Grunde ist alles schön und gut. Oder Frau Mickisch, wie Sie sagen, ja, Problem erkannt, Problem gebannt. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich begegne dem jeden Tag im Internet, mal Zeit online, also nicht bei irgendeinem Tageszeitungsportal, und jeden Tag bekomme ich von Lesern, und zwar nicht nur den Lügenpresse-Brollern, ja, die kann ich schon erkennen, von Leuten, die wirklich kritisch sind und die heute kritischer sind als früher, das ist doch wunderbar, die mir und uns Journalisten sehr genau auf die Finger gucken und die sehr, sehr kritisch sind. Und dieses Misstrauen, was Sie, Herr Haller, in der Studie herausgefunden haben, dass sich sowohl gegen die politische Elite als auch die wirtschaftliche und vor allem auch die Medienelite, wir Journalisten sind eine Elite des Landes, entgegenschlägt,
da fehlen mir wirklich mir selber auch noch Gründe, dahinter zu gucken. Ich glaube, es hat was zu tun mit der Herkunft der Journalisten. Wir leben, kommen eben aus einer Bubbleblase, aus demselben, ne, die viel, zu viele Akademiker, zu viele, die aus derselben Blase kommen wie die Politik. Das ist ein Grund. Und besser, Frage? Ja, die Frage ist, zum Beispiel Herr Nürnberger, sind Sie wirklich der Meinung, es gibt in Wahrheit gar nicht wirklich eine Krise, das ist eben nur das böse Internet, Herr Zuckerberg oder Herr Zuckerberg? Ich glaube, das ist viel zu kurz gegriffen. Herr Nürnberger, eine kurze erst, Antwort bitte. Ich möchte erst polemisch darauf antworten. Wenn die Zeit monatelang schreibt, dass den Journalisten nicht mehr geglaubt wird, dann wird ihnen nicht mehr geglaubt. Also das ist schon auch ein Ergebnis der Berichterstattung über die Glaubwürdigkeitskrise, alles verstärkt. Zweitens, wenn man sagt, wie glaubwürdig ist Journalismus heute, dann hängt es sehr davon ab, wie man fragt und von welchen Maßstäben man ausgeht. Wenn ich ein Ideal anlege, wie es der Herr Niggemeier immer macht, dann kann Journalismus nie bestehen. Wenn ich vergleiche mit anderen Ländern, wie wird da Journalismus gemacht, dann muss man sagen, das sind die Deutschen sehr gut bedient. Wenn man das vergleicht mit dem Berlusconi-Journalismus in Italien, wenn man es mit den Milliardären in Frankreich vergleicht, die Fabriken haben und gleichzeitig Medienhäuser. Wenn man das mit Ungarn, mit Polen vergleicht und wenn man noch weiter nach Osten geht, wird es noch schlimmer. Ja, hängt auch immer vom Vergleichsmaßstab ab, den man hat. Man kann es am Ideal messen, dann genügt kein Medium diesen Ansprüchen. Und man kann es an der Wirklichkeit messen, dann schneiden die deutschen Medien gar nicht so schlecht ab. Und wenn man dann sagt, die Glaubwürdigkeit nimmt eindeutig ab, man sieht das doch an den Reichweitenverlusten der Medien, dann ist man das zu kurz gegriffen. Das hat die Reichweitenverluste der Medien haben auch damit zu tun, dass der Geiz ist geil Charakter nicht mehr bereit ist, für Journalismus zu zahlen und sein Abo kündigt und meint, im Internet kann er sowieso alles umsonst haben. Es hat damit zu tun, dass in Familien keine Zeitung mehr gelesen wird. Wenn da keine Zeitung mehr gelesen wird, lesen auch die Kinder keine Zeitung. Es hat damit zu tun, dass in Schulen die Medien kein Thema sind. Und es hat damit zu tun, dass bei vielen jungen Leuten das Interesse an Politik nicht sehr ausgeprägt ist. Das alles hat mehr zum Reichweitenschwund beigetragen als eine Glaubwürdigkeitskrise der Medien. Ich halte es für einen Popanz. Und natürlich, wenn man fragt, man muss auch wieder genau fragen, wie gefragt wird. Wenn ich die Leute frage, wem glaubt ihr? Glaubt ihr den Medien? Dann sagen viele, nee, glauben wir nicht. Wenn man fragt, glauben Sie der Süddeutschen und der FAZ? Sagen viele, ja, den glauben wir. Wenn man fragt, glauben Sie der Bild-Zeitung oder glauben Sie den Regenbogenblättern, dann sagen viele, nee, glauben wir nicht. Also es hängt auch davon ab, wie man fragt. Und die Leute wissen auch zu unterscheiden zwischen glaubwürdigen Medien und unglaubwürdigen Medien. Okay, dann würde ich ganz gerne noch, Herr Niggemeier zuckt da nämlich hin. Ja, nur kurz der Gedanke, woran man es vielleicht messen kann, wenn die AfD mit knapp 13% im Bundestag ist, ist das, glaube ich, nicht nur ein Misstrauensvotum gegen das politische System, sondern auch gegen das journalistische System. Das hat die AfD sehr gut hingekriegt, das zu verknüpfen. Naja, aber das ist natürlich auch ein Ausdruck von der Krise. Und jetzt kann man sagen, okay, in den USA ist es viel schlimmer. Es ist unfassbar viel schlimmer in den USA. Aber ich finde es bei uns eigentlich schlimm genug. Okay, wir haben noch wahrscheinlich noch mehr Wortmeldungen. Ich habe aber jetzt drei registriert, die würde ich gerne noch nehmen. Und dann ist unsere Zeit leider um. Einmal Sie. Welcher von den beiden Herren zuerst? Ja, mein Name ist Thomas Frickel, ich bin Dokumentarfilmer und deshalb möchte ich mich einklinken an eine Schlussbemerkung von Herrn Nürnberger, die so ein bisschen untergegangen zu sein scheint. Er sagte da sinngemäß, vielleicht sollte das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch weniger Traumschiff und mehr seine Informationskompetenz akzentuieren im Programm, und das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Von daher dann an Frau Mickich die Frage, reicht das denn schon, wenn Sie jetzt sagen, Problem erkannt? Denn ich kann nicht erkennen, dass diese Informationskompetenz gerade in der ARD besonders gepflegt wird. Wir haben also für den Dokumentarfilm, der ja noch ein bisschen über den reinen Journalismus rausgeht und im Grunde genommen das einlöst, was Herr Haller ja gefordert hat, nämlich in diese verschiedenen Bereiche der Gesellschaft reinzuschauen und dort bei den Leuten zu bleiben und ihnen auch eine Stimme zu geben. Dafür haben wir ganz wenig Fläche. Also es gibt 12 Plätze für den langen Dokumentarfilm. Und
es ist nicht erkennbar, dass da irgendwelche Umgewichtungen stattfinden. 21% des Budgets. Also Moment, nur noch ein letzter Satz. Was passiert da? 21% des Budgets für das erste Programm werden für Sport aufgewendet. Das ist eine Zahl aus dem KEF-Bericht. Aber nur 8% im ersten Programm sind Sportsendungen. Das heißt, es gibt eine völlige Unwucht da, die vielleicht mal korrigiert werden müsste. Wollen Sie was dazu sagen? Oder? Fällt mir richtig schwer, das jetzt zu beantworten. Weil er ja recht hat. Es ist schlecht. Es ist schade. Ich denke, die meisten Menschen würden gern, dass das anders ist. Und dann rennt man immer gegen diesen Apparat. Frau Burmeister, sorry, so nicht. Sondern zunächst einmal, ich kann überhaupt nichts über Dokumentarfilme sagen, weil ich nicht damit befasst bin. Es ist überhaupt nicht meine Welt, meine Zuständigkeit, mein Etat, mein Budget, meine Journalisten. Ich kann etwas über Dokumentation wie die Story, das sind 45 Minuten, die werden gerne gesehen, die sind sozusagen nicht im Feuchtbiotop so des edlen Waren und Schönen, sondern die müssen sich beweisen, ne? Also die müssen auch gesehen werden. Aber ich kann sagen, nächstes Jahr werden wir anfangen, die Story, und das sind komplizierte, komplexe, harte Stoffe, um 20.15 Uhr probeweise zu machen. Das ist doch schon was. Ja. So, das probeweise kommt. Also schön einschalten hier alle, ja. Damit es auch... Ja, klar. Okay. So, mit den Dokumentarfilmen gebe ich Ihnen völlig recht, nur da habe ich überhaupt keine Kompetenz, irgendetwas dazu zu sagen. Das wäre jetzt falsch. Ich kann nur wünschen, dass es mehr davon gibt. Es ist aber auch so, dass leider, oder ja, ohne Wertung, die Menschen schrecklich gerne Verbrauchersendungen sehen, die ich nicht so viel brauche, und weniger gerne Dokumentarfilme sehen, die ich mehr brauche. Aber das sind auch individuelle Geschichten. Da kann ich jetzt wirklich leider nicht für Sie kämpfen, weil ich bin nicht dafür zuständig. So. Dann laden wir dann das nächste Mal jemanden ein, der dafür kämpfen kann und geben noch mal, dann würde ich gerne noch die vorletzte Person, der Herr, machen Sie es kurz, ach, das geht noch, aber trotzdem kurz. Ich bemühe mich. Warum bleiben Sie in Ihrer Diskussion so oberflächlich? Und ich spitze das jetzt mal zu auf Herrn Nürnberger. Alle anderen können sich aber auch angesprochen fühlen. Und zwar meine ich damit, Herr Nürnberger, Sie haben emphatisch dafür plädiert, dass ja eine wichtige Funktion von Journalismus sei, Demokratie zu stärken. Aber es geht ja nicht nur um Demokratie. Wenn ich mir das Grundgesetz anschaue, steht da beispielsweise auch was über den Sozialstaat. Und dieser Sozialstaat ist nicht verwirklicht worden. Und darüber wird wenig berichtet, also dass für die Demokratie soziale Teilhabe Voraussetzung ist. Damit wären wir dann aber beispielsweise in dem Punkt, also ich habe vor 25 Jahren oder so als Mitglied des DJU-Bundesvorstandes ein Seminar gemacht zum Elend der Sozialberichterstattung in Deutschland. Und dieses Elend ist ja seitdem sehr viel größer geworden. Aber wenn ich insoweit dann auch das Publikum wahrnehme als Menschen, die arbeiten, die Probleme mit ihrer Arbeit haben oder in ihrer Arbeit haben, dann kann ich nur dieses Publikum auch ernst nehmen, wenn ich als Journalistin Selbstreflexion betreibe, auch im Hinblick darauf, was ist für mich oder was ist für die Menschen insgesamt Realität. Und da kommt mir einiges sehr viel zu kurz. Also Bezug auf die Realität, Bezug auf die Arbeitswelt, da denke ich, ist noch sehr viel zu tun. Dann ist man auch nicht mehr an der Oberfläche, sondern bleibt dann oder kommt dann auch dazu, die Bereiche in den Blickfeld zu nehmen, auch praktisch in den Blickfeld zu nehmen, die immer mal wieder hier angesprochen worden sind oder aufgetaucht sind, aber in der Praxis ja ein großes schwarzes Loch sind bei uns. Okay. Möchten Sie dazu was sagen oder? Ja, das fällt unter die These, wir werden zwar richtig informiert, aber nicht besonders gut. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Am meisten hat mich in den 90er Jahren aufgeregt, dass wir ständig aus England Berichte bekamen im Fernsehen über die Royals und nichts über die soziale Realität in England. Aber das hat damit zu tun, dass das Fernsehen sich entschieden hat, Quotenfernsehen zu machen. Das heißt, die gucken, wer guckt.
Und wenn bei der Sozialreportage weggezappt wird und bei den Royals haben sie hohe Einschaltquoten, werden die Royals gesendet. Das gilt auch für diese Dokumentationsfrage. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir die Politiker zwingen, das Fernsehen zu zwingen, dass es weggeht vom Quotenfernsehen. Da hinten, wir haben da hinten noch einen Herrn, das ist dann der Letzte. Wo sind denn hier die Leute mit dem Mikro? Hopp, hopp, hopp. Da hinten bitte. Ja, jetzt aber schnell hier. Nee, aber... Dieter Pienkny, ich sitze im Rundfunkrat des RBB für den DGB, habe als Journalist früher gearbeitet. Die Bemerkung zu Großbritannien ist doch ein Armutszeugnis. Wenn der Kollege nicht das Wesen des Journalismus erfasst hat, um über diese Katastrophen, die möglichen Katastrophen zu berichten, fehlt ihm noch sozusagen das Entscheidende, nämlich Sensoren zu haben für Themen. Ähnliches haben wir doch gemerkt beim TV-Duell der beiden Politiker. Wenn die Journalistenrunde, die Hochkarätige, nicht in der Lage ist, Fragen zu stellen zu Soziales, Verteilungsgerechtigkeit etc., sondern nur rumhackt auf der Dieselaffäre, zeigt das doch, dass man bestimmten Themen einfach zu kurz springt. Also es ist auch, ohne jetzt in ARD und ZDF-Bashing verfallen zu wollen, ist mir zu billig, aber zeigt doch, dass man bestimmte Kolleginnen und Kollegen einfach nicht mehr das Wesen ihres Berufes erfasst haben. Ich möchte das sehr gern als Schlusswort nehmen, weil ich glaube, dass es die Problematik sehr gut zusammenfasst. Denn Sie haben natürlich recht, das Beispiel aus Großbritannien, das ging ja genau darum zu sagen, wir haben unseren Job nicht gut gemacht. Und die Frage, wer sind wir eigentlich, was ist unsere Rolle, was ist unsere Aufgabe? Und wenn ich mir so anschaue, wenn ich mir die Problematik anschaue, den Vertrauensverlust, Glaubwürdigkeitskrise, dann glaube ich, sind da genau das die Fragen, die wir Journalisten und Journalistinnen uns stellen müssen, wer wir sind und was unsere Aufgabe ist. Und ich glaube, dass darin dann auch in einer veränderten Definition und vielleicht auch einer Neubesinnung, was unsere Aufgabe ist, auch vielleicht die Lösung oder ein Teil der Lösung dafür liegen mag, dass wir wieder mehr Kontakt zu den Leuten kriegen, um die es eigentlich geht. Und das ist das Dokumentationsfeld über soziale Themen. Ich bringe da diese beiden Sachen jetzt mal zusammen, genau das, was Sie ansprechen. Und ich glaube, an der Stelle kommen wir ganz gut zusammen. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Anwesenheit und ihren Redebeitrag. Und ich hoffe, dass Ihnen das was gebracht hat und dass da Dinge bei sind, die Sie zum Denken anregen und zum Diskutieren und dass Sie sich vor allen Dingen einbringen, dass Sie anfangen, konstruktive Vorschläge zu machen bei den Verantwortlichen, sodass auch dort eingesehen wird, dass die Dinge sich ändern müssen. Vielen Dank.